Dinosaurier werden oft als diese großen, dominierenden Echsen dargestellt, die die Landmassen des Mesozoikums beherrschten, aber das war nicht immer so. In der Tat war es nicht die Größe, die die Gruppe in der Trias in Schwung brachte, sondern ihr Körperbau. Einige der frühesten waren die südamerikanischen Theropoden, die Hererasauriden. Diese konnten sich damals nicht auf Größe und Stärke verlassen, sondern mussten sich wegen großer Pseudosuchia wie Saurosuchus auf Geschwindigkeit und Heimlichkeit verlassen. Dies ist die Geschichte eines der frühesten Dinosaurier, einer kleinen Fliege unter Riesen, die Geschichte des flitzenden Raubsauriers Staurikosaurus. Staurikosaurus gilt neben Gnathovorax als der früheste Hererasauride und damit als einer der beiden frühesten Theropoden überhaupt. Er lebte in der späten Trias vor 233 Millionen Jahren bis etwa 225 Millionen Jahren. Die Echse des südlichen Kreuzes, so der Name, ist nach dem auf der südlichen Hemisphäre sichtbaren Sternbild und dem griechischen Wort Saurus benannt. Sie ist aus Paläodokus bekannt, insbesondere aus Animal Armageddon. Staurikosaurus Britzei wurde 1970 von Edwin Colbert benannt. In der Vergangenheit wurde er auch schon mit dem Theuvasu barberinae synonymisiert. Er gehörte zur Familie der Hererasauridae, war also nach Maßstäben der Theropoden ein kleines bis mittelgroßes Raubtier und hatte gezackte, gebogene Backenzähne, was darauf hindeutet, dass Hererasauriden Fleischfresser waren. Staurikosaurus war bis 2,25 Meter lang und hatte ein Körpergewicht von 12 Kilogramm. Er war ein kleines, wendiges und zweibeiniges Raubtier mit einem langen Schwanz, der beim Laufen und Springen als dynamischer Stabilisator diente, sowie langen Hinterbeinen für schnelles Laufen. Staurikosaurus und die kleineren Verwandten der Hererasauride-Gruppe könnten wohl Geschwindigkeiten von 40 bis 50 Stundenkilometer oder sogar noch mehr erreichen. Dieser Körperplan, der damals eher zum Weglaufen von größeren Fleischfressern benutzt wurde, erwies sich später praktisch als das Vorläufermodell für fast alle Raubsaurier, die im Laufe des Mesozoikums folgen sollten. Die Erforschung der Echsenbecken-Dinosaurier, Cladosaurischia durch den Paläontologen Suess und andere unterstützt die Idee, dass Staurikosaurus und die verwandte Gattung Hererasaurus Theropoden sind und sich nach der Abspaltung der Sauropodomorpha von den Theropoda entwickelt haben. Fernando Novas Kladogramm zeigt jedoch die Hererasauriden als basale Saurischia, die außerhalb der Theropoda stehen. Es gibt noch viele weitere Theorien zur Taxonomie der frühen Dinosaurier, aber für dieses Video werden wir uns an das Kladogramm von Suess und anderen aus dem Jahr 2011 halten, das eben schon gezeigt wurde. Staurikosaurus und seine Verwandten ernährten sich von kleinen und mittelgroßen Landwirbeltieren wie Cynodonten, Rhynchosauriern und pflanzenfressenden Synapsiden. Ein Unterkiefer lässt vermuten, dass er den Kiefer dank eines Gleitgelenks sowohl vorwärts und rückwärts als auch auf und ab bewegen konnte. Das Gleitgelenk war zu dieser Zeit üblich, verschwand aber bei späteren Theropoden. Einige Autoren bezweifeln jedoch das Vorhandensein eines intramandibulären Gelenks bei Staurikosaurus aufgrund der schlechten Erhaltung des Holotyps. Kleinere Beutetiere wurden mit Hilfe der kleinen, nach hinten gebogenen Zähne nach hinten in Richtung Kehle geschleudert. Staurikosaurus-Umgebung: Die Santa Maria-Formation enthält Überreste des Temnospondylis compsocerops. Die Cynodonten wie Dinodontosaurus, Cynognathia wie Exaeretodon, Probinognathidae wie Trucidocynodon und Pseudosuchia wie Prestosuchus und Rauisuchus sowie eine Reihe anderer Reptilien wie Proterochampsa, Hyperodapedon und so weiter. Es gab auch Avemetatarsalia, eine Gruppe diapsider Reptilien, die alle Archosaurier umfasst, die enger mit Vögeln als mit Krokodilen verwandt sind. Dazu gehören die Hererasauriden Staurikosaurus und Gnathovorax sowie der Sauropodomorph Pampadromaeus, einige Silesauriden, Lagerpetiden und Afanosaurier.
Staurikosaurus und seine Verwandten waren die räuberischen Flitzer in der Santa Maria Formation. Sie waren der Beginn einer großen Geschichte, denn diese frühen Dinosaurier entwarfen den ultimativen Bauplan für alle Theropoden, die nach ihnen kamen. Ein Körperbau, der über 160 Millionen Jahre lang das Land beherrschte. Das war's mit diesem Video. Natürlich gerne auch ein Like da lassen, wenn du mehr solcher Videos sehen willst. Du kannst diesen Kanal auch abonnieren, um mehr über Dinosaurier und Urzeit zu erfahren und um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Der Instagram-Account für Fitnessmotivation und Inspiration ist meine persönliche Empfehlung für euch. Weiters gibt es auch noch einen Twitter-Account und damit wünsche ich euch einen schönen Tag oder Abend.